einfach alles so eingefallen? Ich bin eine gute Informationsmaklerin, Shepard. Die Welt der Intrigen ähnelt in vieler Hinsicht einer Ausgrabungsstätte. Nur, dass die Leichen frischer sind und noch stinken. Danke für die Hilfe. Mehr wollte ich nicht wissen. Kein Problem. Wenn ich sonst wie behilflich sein kann, sagen Sie einfach Bescheid. Okay. Wir reden später, Liara. Sind Sie Quarianer oder Volus? Frachttransport eben. Okay. Transport und Fracht. Wir müssen nach hinten. Hinten geht nicht. Hier lang, oder? Ich suche nach den besten Tech-Upgrades, die sie haben. Ach! Gehen wir erstmal ein bisschen shoppen oder so? Sehen wir uns erstmal ein bisschen um. Machen wir eine Erkundungstour. Spaziergang, Spaztour, wie man es nennen will. Ja. Sklavenhändler. Wir finden schon okay. Ich überlege mir was. Sie haben gesagt, Sin IQ würde mich kaufen. Sie haben gesagt, es gäbe keinerlei Probleme. Ich hatte angenommen, dass Sie einen VI-Tag brauchen würden. Hallo? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich habe für sowas keine Zeit. Toll. Mehr Macht für Sie. Sie schon wieder? Ich hatte auf einen Vertreter von Sin IQ gehofft, der mir ein Angebot für die Quarianerin macht. Und wenn ich sie kaufe? Ich könnte sie freilassen und alle wären zufrieden. Ein edles Angebot mit drei Pferdefüßen. Erstens, Ihre technische Ausbildung bedeutet einen Vertragswert von mehreren hunderttausend Credits. Lol. Außerdem fällt eine Gebühr an, wenn man mich vor Ablauf der Vertragslaufzeit freilässt. Richtig. Und drittens sind Sie eindeutig ein Reisender. Und laut Vertrag muss sie auf Ilium bleiben. Ich will nicht, dass man mich irgendwo in eine Mine steckt. Ich habe für sowas keine Zeit. Toll. Mehr Macht für sie. Was war das denn, Junggesellenabschied? Ich verstehe immer noch nicht, warum wir hier sind. Salarianer heiraten nicht. Meine Familie hat lediglich einen Fortpflanzungsvertrag ausgehandelt. Wie auch immer. Näher kommt ihr Jungs nie an eine Hochzeit ran und deswegen kriegen sie einen Junggesellenabschied. Ende der Diskussion. Ah ja. Mit Grunt reden. Ich spüre den Hass in der Luft. Aber es wird nicht gekämpft. Als ob... als ob sie nicht wollen würden. Ja, sie wollen doch nicht. Habe ich recht? Es kommt mir nämlich dumm vor. So viele Regeln und Worte, nur um zu verbergen, dass... Und dann sagt er, oh, schon in Ordnung. Und danke, dass du das Gespräch geskippt hast, Arschloch. Verzeihung, ich warte auf jemanden. Ja, du wartest auf den Tod, der kommt gleich. Kommt gleich um die Ecke. Du verdienst jemanden, der dich respektiert. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich kenne eine Sklavenhändlerin, die Ihnen den Arbeitsvertrag für eine quarianische Programmiererin verkaufen möchte. Sin IQ kauft keine Sklavenarbeit. Die Citadel macht uns schon genug Druck, ohne dass wir Praktiken anwenden, die der Rat ablehnt. Offen gestanden stellen wir zurzeit praktisch gar nicht ein. Der Geth-Angriff auf die Citadel hat die Begeisterung für künstliche Intelligenz massiv gedämpft. Ich weiß schon, was hier abläuft. Es geht gar nicht um Sklaven. Sie wollen nur keine Quarianerin einstellen. Was? Aber... Ist Ihnen die Ernährung zu kompliziert? Oder gefallen Ihnen nur die Anzüge nicht? Sin IQ hat eine strikte Antidiskriminierungspolitik. Wir nehmen einfach nur keine Zwangsarbeiter. Ich werde mich an die Handelsbehörde von Ilium wenden, nur um sicher zu gehen. Warten Sie, bloß nicht vorschnell handeln. Wir wollen doch die Zeit der Behörde nicht unnötig strapazieren. Ja, ja, ja. Also schön, ich werde einen Vertrag aufsetzen. Aber wir sollten die Bürokratie von Ilium da raushalten. Allerdings muss die Quarianerin ihren Job wirklich beherrschen. Wenn du was unternehmen willst, könnten wir ja mal nach der Arbeit gemeinsam... Wo war das jetzt? Ach da. Sin IQ hat gerade den Vertrag geschickt. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich habe das nicht für Sie getan, sondern für Sie. Ganz egal, wenn Sie ihr etwas Gutes tun, stehe ich in Ihrer Schuld. Hier, für Ihre Mühen... Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich muss diesen Arbeitsvertrag übermitteln. Danke. Diesmal halte ich mich aus allem Ärger raus. Alles klar. Was haben wir gekriegt? Und dann sagt er, 40 Erfahrung kann dir schlecht geben. 2000 Grades. Das ist schon ein besserer. Besserer? Wäre mal. Wo ist denn jetzt? Okay, hier ist ein Dead End.
Zumal du eine Nein, galaktische bist. Nachricht. Nein. Vergiss es. Wo muss ich jetzt hin? Ja, wie komme ich zu Transport und Fracht? Das interessiert mich. Bisschen. Bisschen viel. Was war das denn jetzt? Jemand mit Händler. Da, Ceres Technology. Ich brauche minimale Hitzeentwicklung und Geschwindigkeit. Meine Leistungsanforderungen. Ach so, ich muss es erst kaufen, bevor ich das. Ja, auf dem Schiff benutzen kann. Ach so, sag das doch. Verdoppelt das Zeitlimit. Ja. Wieso nicht? Na, Moment. Moment. Diesmal bin ich nicht mehr so blöd. Diesmal frage ich zuerst einen Händler. Natürlich, Sir. Oh, gibt keinen. Willkommen. Sie sehen aus wie jemand, der nur Ausrüstung von höchster Qualität gebrauchen kann. Sehen Sie sich ruhig um. In meinem Geschäft gibt es die beste Tech- und Biotik-Ausrüstung auf ganz Ilium. Woher weiß ich, dass die Ware was taugt? Sie sind eine Asari. Vielleicht ist das alles für Menschen gar nicht geeignet. Ich führe nur das Beste vom Besten. Sie bekommen sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Das hilft mir auch nicht, wenn ich wegen einer kaputten Ausrüstung draufgehe. Hören Sie, ich lasse hier zu viele Credits, um Mätzchen zu machen. Nun, ich könnte Ihnen am Kiosk einen Vorzugspreis einräumen. So, ein kleiner Rabatt. Und wenn besondere Waren reinkommen, können Sie einen Blick drauf werfen. Von welchen besonderen Waren sprechen wir? Ach, Sie wissen schon. Baupläne, Entwürfe, nichts Illegales, aber ich habe nicht für alles davon eine Verkaufslizenz. Ich sehe mich mal. Ah ja. Gut, dann jetzt aber. Ja, das kostet schon weniger. Moment. Ich habe das Gefühl, das kostet mehr, aber kann ja nicht. Das nehme ich mit. So, Medigel, nee. Nur 20% biotischer Schaden. Nee. I don't verschwend Credits for that. Umgehungsmodul ist nice. Anyways. So. Gibt's hier auch nochmal was Neues? Nee, hier, nee. Stoßen Sie Fertighäuser ab? Was zum. Okay. Hatten wir gerade. Munition für Schwerwaffen 80 verarschen? Ich kann nämlich 80 Schuss für einen Granatwerfer haben. Ach nee, ich hab immer noch diesen Strahler. Oh. Dann wird sich meine Munitionsanzahl bestimmt verändern, wenn ich die andere Waffe auswähle. Ausblick. Man hat uns immer gesagt, Ilium sei einer der sichersten Orte der Galaxie. Bis man vom Raster fällt. Unterzeichne den falschen Vertrag, begib dich in die falsche Gesellschaft oder geh die falsche Gasse entlang. Und schon ist es genauso gefährlich wie überall. Lassen Sie sich nicht täuschen. Es ist hier nicht sicherer als auf Omega. Ach, ist nur ein Textzug, Schriftzug. Okay. Ich glaube, wir sind hier aber am richtigen Weg. Wer ist das denn? Commander, welch Freude, Sie wiederzusehen. Kann ich Ihnen Ach, das ist die. Helfen? Danke. Die uns begrüßt hat am Anfang. In das Astra, Commander. Nee, Quatsch. Hier sind wir ja. Da laufen wir ja wieder zurück. Boah, ist das Schiff groß. Alter. Oh mein Gott. Dass es so groß ist, hätte ich nie gedacht. Ja, Ilium ist das Tor zur Traverse. Bla 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 bla. Ja, laber nicht. Ja, laber nicht. Du mit deinem Ilium-Tor. Ey, ich schieße gleich alles kaputt, wenn du noch weiter laberst. Alter Schwede, Fracht. Hier geht's lang. Idiot. Das war an mich gerichtet. Gott. Kann ich mal aufhören zu labern? Kriegen Sie nicht den aufzuhören, oder? Hören Sie, ich weiß, dass die Garten für die Familie Kyrosa sehr wichtig sind. Nassana Dentius hat uns nicht mal Zeit zum Packen gelassen. Ich kann von Glück reden, dass ich überhaupt rausgekommen bin. Ihre Söldner haben plötzlich das Feuer eröffnet. Wenn sie uns noch mal reinlässt, hole ich alles. Wenn nicht, können wir nur noch hoffen. Entschuldigung, aber das ist ein wichtiges Gespräch. Ach verdammt, ich dachte, er würde mit uns reden. Dass der uns verwechselt hätte. Verdammt.
Wäre auch zu schön gewesen. So, das sieht doch schon, was ist das denn für ein Anzug? Okay. Was ist das denn da in der Ecke? Okay. Was ist das denn da vorne? Serena! Serena? Wer will das wissen? Jemand, der Ihnen das Leben zur Hölle machen kann. Oh, zu spät. Liara Tassoni sagte, Sie hätten Informationen über Thane Krios. Vergeude ich hier meine Zeit? Tanner, machen Sie für mich weiter. Hierüber. Ja, ich weiß, wer Thane Krios ist. Ich habe ihm Informationen gegeben, aber ihn nicht angeheuert. Was wollen Sie wissen? Ich muss einfach nur mit ihm reden. Ein gefährlicher Mann für einen Plausch, aber das ist Ihre Entscheidung. Ich war für die Sicherheit von Asana Dantius zuständig. Aber dann fand ich raus, dass sie Leute umlegt, um...